Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zu einem neuen Matchmaking. Ah, oh, die labern schon sehr gut. Ich habe jetzt endlich die Kill Confirmed wieder eingepackt. Alle... Sorry. Auf eure Fragen hin, wie es mit der Kill Confirmed aussieht, habe ich jetzt mal wieder eingepackt, Bombi. I can rotate. Ich hab noch nie echt Short gespielt. Ist das jetzt gut, das zu spielen, oder ja schlecht, oder... My Short. Down one on the spot. I got the fuse, we got time. He's Short last. Oh, fuck. Wirklich schade, aber naja. Der andere Headshot war ziemlich sick, ich weiß. Ja, ich weiß. Schauen wir mal. Oh, gehst du jetzt auf... Okay, dann gehe ich auf Long. Oder gehst du durch Toilets durch und auf Long? Blau. Ah, er geht... Okay. Ich hasse es nämlich, auf Short zu gehen. Oder halt Mitte, oder was ist das? One A Long. He saw me. Shit, Mann. Komm her, der Sack. Toilets one. Ja, fuck, Mann. Bomb Toilets, he's going A. I'm gonna slow HP on A. Leider hat er mich auf Long halt direkt gesehen. Ich wollte eigentlich Sneaky Biggie in Toilets rein und erstmal abwarten, aber der wusste, dass ich da bin. Wir machen einen kleinen Mid-Rush, mach den Schalli ab. Dann bin ich nämlich viel cooler mit dem Teil. Pass mal auf, pass mal auf. Pass mal auf, 3, 2, 1, 0. Oh no. Oh Jungs, die hat der aber dick gefressen, ne? Ha, es ist doch zum Brechen. Ich krieg immer nur den ersten Headshot hin. Warum? Warum? Wäre es nicht viel besser, wenn ich den ersten Schuss so halb hinbekommen würde? Meinetwegen auf die Brust und danach ein Headshot. Ja, das wäre nice. Gut, eben hatte ich auch wirklich wenig Zeit, weil ich nach dem zweiten Schuss schon tot war. Schlechtes Beispiel, aber trotzdem. Weil er peakt mit sogar voll aggressive und er ist down. Da haben wir die IOP auch schon verloren. Ratet mal, wer mich gleich killt mit welcher Waffe. Da IOP! So, ich lasse mich zurückfallen und nade da vorne gleich hin, weil die da gleich ankommen. Und zwar jetzt. Müsste eigentlich schnucklig gefuttert haben, der Kerl. Der Mate kommt gleich von hinten. Longs down. Nice. Sehr schön. Sehr, sehr schön, Jungs. Jetzt müssen wir langsam auffahren, denn weil es auf Team meiner Erfahrung nach meistens halt ungemütlich wird. Die Leute, also wenn sie gut stehen. Es hängt halt immer davon ab, wie man was spielt. Logisch. Wenn die Gegner jetzt überhaupt nicht CT spielen können und immer nur A-Long rushen, klar, dann ist es für uns auf Team nicht wirklich schwierig. Aber wenn man stabil steht, ist die ganze Sache gar nicht mal so einfach. Ich gehe jetzt mal hier vor. Das habe ich noch nie gemacht. Ich hoffe so sehr, dass keiner auf Ding kommt. Flash on A-Long. Keiner bei Toilets kommt. A-Long down. Haha! Toilets, kommst du gleich, hä? Soll ich vorgehen? Eigentlich ist eine dumme Idee vorzugehen, aber ich will es machen. Ich möchte es machen. Was glaubt ihr, hattet der? Eine Scout oder eine AWP? Da sind die doch A-Long gegangen. Ne. One party. What up? Last one party. Okay, ich hab. Der müsste voll meine Nate gefressen haben, der Kerl. Ich denke, dass er jetzt saved. Darum gehe ich jetzt mal nach ganz hinten und schaue, ob ich ihn holen kann. It's a hard knock life! Ist. Ach ja, ich wurde gefragt, warum ich im Moment die M4 ohne Schalli habe. Vor längerem wurde ich immer gefragt, warum ich die mit Schalli spiele. Und da habe ich gesagt, weil ich ziemlich gerne One-Tap. Und dann haben einige gesagt, du solltest vielleicht doch mal versuchen, du solltest vielleicht mal versuchen, die andere zu spielen und ein bisschen mehr zu sprayen. Das Sprayen habe ich mir halt vor über 10 Jahren abgewöhnt, bei 1.6 noch, weil ich da nur gesprayt habe. Und das halt immer wieder hieß Abenteuer-Dauerfeuer. Und das immer wieder diesen Noob-like-Charakter hatte, also auch wenn das eigentlich Schmarrn ist. Aber es war halt einfach immer so, ach, das, ja gut, du hast gesprayt. Tap mal, das machen die Profis, ne? Und wegen diesen bescheuerten Vorurteilen habe ich dann irgendwann angefangen, mir das Tappen beizubringen. Und es ging dann auch so gut mit der Tapperei, dass ich dann einfach dabei geblieben bin. Und wenn man halt dann 10 Jahre durchtappt, ist es schwierig, zurück zu diesem Spray zu kommen. Aber ich will es versuchen. Oder ich habe es versucht. Ich gehe jetzt direkt in Toilets rein. Ich brauche gleich Hilfe hier. Mit, he's mid, he saw me. Bomb down und mit. Lass mal das be short, I think, ja. Ich stehe ein bisschen dumm hier eigentlich. Irgendwie gar nicht mal ein bisschen, sondern ziemlich stark Arm. Dann könnt ihr nämlich einfach von hinten kommen und mich natzen. Dödel, dödel, dö. Hundeverbot, dö, dö. Okay, okay. Es läuft doch jetzt ganz gut an, ne? Kann man schon sagen. Ja, passt schon. Diese Position ist echt eine Arschposition, ne? Habt ihr das gesehen, wie ich vorhin die AWP genutzt habe? Aber guck, ob es nochmal geht. Am Flash dann Nylon. Oh Gott, das sind zwei. Nein, 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 jetzt nicht sterben, Jungs. 2 gegen 3, aber der eine habe ich... Nee, den habe ich gar nicht getroffen. Es waren 2 oder sogar 3 Leute auf A-Long. Das ist halt dann blöd, wenn man hinter dem Bäumchen hervorguckt. Und da die ganze Mannschaft da steht. Immer wenn ich bei T bin, ist die manchmal besetzt. Aber da schaue ich auch oft hin. Also wenn ich dann... nice try. Also wenn ich eben Long geschaut habe. Und mir sicher bin, dass da jetzt erstmal keiner kommt, wenn ich vielleicht sogar gesmoked habe oder so. Ja, Jungs, wer nicht auf seinen Rücken guckt, hat die Waffe nicht am Start. Sorry. Wir schauen erstmal, was es jetzt heute zu Else gibt. Komm. Aha. Waldmeister. 1,80. Gut, gut. Bitte komm jetzt nicht lang, wenn ich hier gucke. Danke. Oh, wir sind die letzten 2. What the fuck? Hier muss noch irgendwo einer sein. Der hat doch eine Molly geworfen.
Okay, Leute, irgendwie hätten wir doch jetzt gerade eine minimale, oder? Eine minimale Eco machen sollen. Aber okay, aber okay. Die Boys sind sich sicher, dass ein Force jetzt die richtige Entscheidung ist. Da wäre ich mir nicht so sicher, ne? So als King im Ring. Weiß ich nicht. Oh. What? Why? I don't know. Er fragt Wine, er sagt I don't know. Sagst du wenigstens noch sorry, du fischgesichtiges Stück Scheiße? 2 gegen 4, wieder blau und ich. Wenn ich gemeint, hier wäre einer. Guck mal, er meinte, er hat für eine Donation auf Twitch hat er den Teamkill gemacht. Was ein. Oh no, 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 no! He's running away. So, jetzt habe ich meine IUP für Long. Das ist doch mal was, ne? Und Long. Im Laufen den Headshot des Grauens gedrückt. Chapeau, Monsieur! Was macht ihr da, hä? Huh? Auf Mitte wird wieder ordentlich gehustelt. Komm ich einfach mal dazu. Oh. Kommt down. Long last. Ja, schön die Smoke ausrollen. Er sagt, es wird A. Oh ja. Wen haben wir denn da? Sehr schön, da klaut er mir auch noch den Kerl, der bastelt, okay? Der geht doch B, das ist doch logisch. Was macht der denn? Jungle. Nice. Das war ja schon die Hälfte der Runde. What? Er ist schon echt dreist, oder? Von dem Bock, dass er einen Teamkill macht. Das wurde ich schon 1 Milliarde Mal gefragt, ob ich das nicht auch mal mache. Komm, ich spende dir was. Dann kannst du ja jemanden killen, gell? Haha. Schaut. Leute, wo seid ihr? What the fuck? Aber wenn die eigene Mutter nicht anschaffen geht, dann macht man sowas auch nicht. Ich nehme natürlich an, dass seine Mutter schon hart, also jetzt wahrscheinlich mit mehreren Leuten auf einmal, vielleicht mit einer ganzen Fußball- oder Rugby-Mannschaft, aber trotzdem sollte man deswegen nicht zwingend Teamkills machen. Schade, ne? Schade. Sind hier schon alle down? Please watch, be sure. Habt ihr das gesehen, die zwei? Anstatt irgendwie auf irgendeine Art und Weise zu decken, gehen sie einfach vor. One connector. Last, nice. Guys, I tell you. Von Bank. Ich hoffe, dass die Mates gleich am Schluss noch mitmachen und den kicken. Wahrscheinlich machen sie es nicht, aber man kann es ja mal versuchen, ne? Ich gehe direkt wieder auf Long. Ich werde kurz die Bombe noch wegschmeißen. So. Hallo? Oh, nicht mit mir, du Sack. Ach, behind. Kein Plan, wo der andere hin ist. Wahrscheinlich safe. Warte mal, der Boy ist gar nicht mehr auf dem Spot. Okay. Alles klar. So, meine Damen und Herren, ich war. Wo? Da war doch eben einer, oder? Ein kleiner Herr. Hier los. Wie stehen die denn? Jawohl, abgefackelt, die kleine Bitch. Jetzt da keiner Boys, hilfst du schon wieder? Oh. Ob da wieder einer close ist? Nicht. Oh, er steht mit AWP da. Frechdachs. Leute, nicht die Bombe hinten liegen lassen. Nein, 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 nein. Gute Play. Nein. Na, geh mal auf B, komm. Hier kann man sie dann liegen lassen, ne? Wenn man schon. Oh, da war einer. Gleich kommt eine Nate. Schnell weg, schnell weg, schnell weg, schnell weg. Mate, nicht blocken, danke. So, du Drecksack. Jungle down. Ach, one still. Hit. Der Purple hat doch direkt da runter geschaut, oder? Ja, war wohl unsichtbar, ne? Der eine ist so retarded, der fragt, why do you peek? Weißt du, hätte er durchgefused und der Mate wäre nicht hingegangen, hätte er gesagt, why you don't peek? Manche Leute sind einfach so richtig eklig dumm. So, dass es wahrscheinlich schon an der Behinderung schrappt. Schon sehr nah an der Behinderung dann. Holen wir jetzt hier noch einen Draw oder wie? Muss das sein, Leute? Hallo? Ich habe keinen Bock, so viel zu schneiden. Am besten sind die Spiele, die direkt einen Lose oder halt direkt einen Win sind. Zack, bumm. Da hat man dann 30 Minuten an Quellvideo und schon geht's rund. Aber hier sind wir jetzt gleich wieder auf 50 Minuten. Da habe ich ja wieder ordentlich zu tun, nicht wahr? Wer ballert denn hier gegen die Wand, Jungs? Da war doch niemand. Ich smog mal für die Bombe. Alles klar. Ein neues Graffiti. Es hat sich ja gelohnt. Bye, bye.